Ein Begriff, über den man im Herbst des Öfteren stolpert, ist Erntedank. Was können die Menschen damit eigentlich noch anfangen? Erntedank, auweia. Oh. Früchte, Dankbarkeit, weil Erntedank steht ja schon drin. Da fallen mir die Bilder im Fernsehen ein von den Gottesdienst, also von den Altären, die geschmückt sind. Erntekrone, Kränzegetreide, Brot, Gemüse, alles, was dazu gehört. Das ist ein Fest, an dem wir der Arbeit im ganzen Jahr danken. Die Früchte des Feldes sind eingebracht und feiern wir das Erntedankfest. Die Frage nach dem Erntedankfest erwischt die Besucher des Wochenmarktes in Trier keineswegs auf dem falschen Fuß. Fast jeder kann etwas mit dem Brauch anfangen, obwohl seine Bedeutung mehr und mehr in Vergessenheit gerät. Dabei ist dieses Fest im Herbst das vielleicht ursprünglichste der Menschen. Es wird seit Menschengedenken in allen Kulturen und Religionen in den verschiedensten Formen gefeiert. Die bekanntesten Vertreter außerhalb des europäischen christlichen Brauchs sind das Laubhüttenfest der Juden und Thanksgiving, das in den USA gefeiert wird. Merkt man, dass es also ein Fest ist, das so zum Leben gehört, aber nicht mehr so ganz passt, weil die meisten ihre Einkäufe irgendwo machen und das selbst nicht produzieren. Da sind sicher also Reste von einer Grundüberzeugung da. Das heißt, dass im Grunde genommen alles, was wir so haben, zum Essen und so weiter, zum Leben haben, Geschenk Gottes ist. So aufwendig wie früher wird das Erntedankfest nur noch selten gefeiert. Eine Ausnahme bildet die Gemeinde Rheinsfeld. In den Erntedankwochen im September bis Oktober sind in der Pfarrkirche St. Gremilius neben den traditionell mit Früchten, Gemüse und Backwerk geschmückten Altären sowie der Erntekrone aus Getreide auch aufwendig gestaltete Bilderteppiche zu sehen. Das Besondere an den Teppichen: sie bestehen aus getrockneten Früchten, Samen und Blüten. Von der ersten Idee für das Motiv bis zur Fertigstellung im Herbst vergeht etwa ein halbes Jahr. Allein etwa 4 Wochen benötigen die Frauen, um Samen und Blüten in mühsamer Kleinarbeit auf die vorbereiteten Platten aufzukleben. Warum spielt das Fest dennoch eine eher untergeordnete Rolle im Bewusstsein vieler Menschen? Pater Bernhard hat eine Antwort darauf. Wenn die Menschen sich daran erinnern, dass ihr Leben mit Gott zu tun hat und alles Geschenk ist im Leben, Geschenk von ihm, dann wird das Fest lebendig bleiben können. Wenn sie das auch vergessen und meinen, es wäre alles nur durch ihre Hände arbeitet, ohne den lieben Gott, dann ist das Fest kaputt. Auch wenn nicht jeder seine Dankbarkeit zeigt, wie die Frauen in Rheinsfeld, so gibt es noch viele Menschen, denen der Erhalt der Bedeutung des Erntedankfestes am Herzen liegt. Und das aus gutem Grund. Also ich denke, man sollte Gott danken dafür, dass man genug zu essen hat, genug zu trinken hat, dass man gut durchkommt und sollte sich bewusst machen, dass viele Menschen auf der Erde halt hungern und auch Durst leiden müssen.